Ja. Sag, was denkst du, was das hier ist? Meine Neuen ist kein Accessoire. Vater Staat ist auf meinem Dick. Deine Bitch ist in Gefahr. Ich kenn 5 namentlich, doch 100 Niggas mit nem AKA. Lass die Hunde aus dem Gitter dieses Jahr. MALIKABISCH 127 ist der Code. Niemand kriegt mich raus. Kurzes Fell, tätowierte Haut. Kiefer voller Schaum. Laserpointer zielen auf mein Haupt. Die Siedlung voller Rauch. Satelliten kreisen über meinem Haus. Frag nach mir, ich bin ein Goon. Gerne von der 110 wie ein Cartoon. Ich hab keine Pussy, Boys in meinem Platz. Ja. Oh, ihr seid Fugazi, ey. Mach eine Nigga per Hand zu Origami. Ihr seid Nani, ich hab nichts mit euch zu tun. Ich geh raus und mach 1, 2 und ich zu nem Taui und geh heim. Zähl die Summe, fick die Lunge und schlaf ein. Echter Nürger, ich hab keinen Grund für Unwahrheiten, außer unter Eid. Fick die Polizei, lass die Hunde frei. Deshalb träume ich süß, wenn ich auf der 9 einschlaf. Socke von mir, Bünde nehm ich mit in mein Grab, ja. Hab meine Hand an der Whip, die ich fahr, oh. Savage, Dadan, ey, direkt aus der Gruppe. Oh, ich bin der Letzte dieser Truppe. Ich wurde kurz unter Rauch und Benzingeruch. Der Block ist am Brennen, tote Vögel fallen wieder aus der Luft. Krümm die Hände und mach Wheelies bei der Flucht. Frag nach mir, ich bin Usain. Die Kondi in meinen Jace ist unerreicht. 110, trainier die Cardio, bis die Lunge pfeift. Bitch, ich seh kein Grund zu schweigen, hau außer unter Eid. Fick die Polizei, lass die Hunde frei. Deshalb träum ich süß, wenn ich auf der 9 einschlaf. Socke von mir, Bände, nimm ich mit in mein Kabel. Hey. Hab meine Hand an der Whip, die ich fahr. Oh. The Voice Rap bei CUPRA. Du bist ein Showman durch und durch. CEO holt sich den Doppelbuzzer. Dominik aka CEO reißt in den Blind-Auditions richtig ab. Mit Malik von OG Chemo begeistert er die Coaches Kohl, Savas und Dadan. In den Blind-Auditions von Folge 1 geht es direkt stark los. Dominik aka CEO betritt die Bühne mit einer Mission. Er will beweisen, dass er für Rap gemacht ist. Doch es geht um noch mehr. Das Talent, das am meisten überzeugt, rappt sich ins Halbfinale von The Voice of Germany und kann sogar die 13. Staffel von The Voice gewinnen. Dominik, aka CEO, holt sich den Doppelbuzzer. Der Schweinfurter legt seine ganze Energy in die Performance. Das Publikum jubelt und Coach Dadan butzert zuerst. Auch auf den zweiten Buzzer von Kohl Savas muss CEO nicht lange warten. Als das Rap-Talent die Coaches direkt im Song anspricht, ist Savas am Start. Dadan und Kohl Savas kämpfen um Dominik. Doch in welches Team will Dominik? Für Dadan ist klar, er will ihn für sein Team. Doch Kohl Savas hat dabei auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn ihr zusammen auf der Bühne steht, du würdest mies untergehen neben ihm, kontert er Dadan. Deutliche Ansage, Coach Savas ist bereit, um Talent Dominik zu kämpfen. Er spittet richtig. Er ist wie ein Monster, lobt der Rap-Superstar die Performance und den Look von CEO. Du bist ein Showman durch und durch. Image Avatar Media. Coach Dadan. Rap hat mir geholfen. Auf der Bühne zu stehen hat für Dominik noch eine ganz andere Bedeutung. Während Gewalt und Drogen zu seiner Vergangenheit gehörten, konzentriert sich das Talent jetzt auf seine Familie und den Rap.
Irgendwann war ich vorm Spiegel gestanden und hab mich angeschaut und dachte mir so, es kann nicht so weitergehen, erzählt der Schweinfurter. Auch die Geburt seines Sohnes habe ihm die Motivation gegeben, etwas an seinem Leben zu ändern. Mehr Motivation als eine Familie kann man eigentlich nicht haben. Das ist ein Geschenk. Image Avatar Media. Dominik aka CEO. Rap habe in der Entwicklung von Dominik eine große Rolle gespielt. Rap hat mir geholfen in allen Belangen in meinem Leben. Seitdem ich Musik mache, verstehe ich mich selbst besser und verstehe auch die Welt besser. Jetzt bekommt Dominik aka CEO die Chance, seine Story und sein Talent auf die große Bühne zu bringen. Für welches Team er sich entscheidet, erfährst du in der ganzen Folge der ersten Blind Auditions bei Join.